Gleich geht's los. Ich glaube, ich habe jetzt überall Frischkäse im Gesicht. Und mein Bauch tut weh wie, keine Ahnung. Und jetzt habe ich trockene Schuhe. Hier geht's gar nicht vorwärts. Am Morgen vom Bright Midnight wurden ich und alle, die in diesem Hotel untergebracht waren, unsanft von einem Feueralarm geweckt. Ups, vielleicht hat die Küche da was anbrennen lassen? Man weiß es nicht, hat dann einfach aufgehört. Damit sage ich herzlich willkommen zu einem neuen Video bei We Are Cyclists. Diesmal nehme ich euch mit auf mein Abenteuer in Norwegen zum Bright Midnight. Das Bright Midnight ist eine Unsupported Bikepacking Challenge oder ein Bikepacking-Rennen. Dabei ging es über 1040 Kilometer in einem Kreis von Tolga wieder zurück nach Tolga. Dazwischen waren wir alle auf uns selbst gestellt. Support von außen war nicht gestattet. Nach 20 Minuten bis zum Start. Die Aufregung ist da. Cap und Helm schief wie immer. Die Sonne scheint richtig cool. Aber ich denke, der Schein trügt. Es wird noch schlechtes Wetter werden. Die ersten paar Kilometer liegen hinter mir. Die Beine kommen langsam rein. Am Anfang dachte ich, boah, die taten so weh. Aber langsam sind sie im Radfahren angekommen. Alle überholen mich. Mal sehen, wie die das mit den Pausen machen und wie ich das mache. Ah, jetzt habe ich erstmal dumm geschaltet und die Kette ist vorne runtergerutscht und klemmte etwas fest. Jetzt ist es wieder drauf und ich kann weiterfahren. Ich glaube, ich habe jetzt überall Frischkäse im Gesicht. Ich habe 46, fast 47 Kilometer. Fühlt sich gut an. Nur noch knapp 1000. Das Geklapper, was hier die ganze Zeit zu hören ist, ist übrigens die Rahmentasche. Das konnte ich später lösen, indem ich eine Socke zwischen Rahmen und Rahmentasche geklemmt habe. Wie schön einfach. Viele Fragen, die mich erreichen, betreffen immer wieder das Equipment und das Fahrrad, was ich nutze. Deshalb habe ich das hier alles mal ausführlich aufgeschrieben. Einfach mal Stopp drücken und lesen. Nach langem Hin und Her habe ich mich jetzt dafür entschieden, diese Rolle da vorne mitzunehmen. Da habe ich drin meinen Schlafsack, Inlet, Bivi und eine Mütze. Und dann können da hinten nasse Regensachen rein, ohne den Schlafsack zu beschädigen. Werkzeug, Erste Hilfe. Getränkepulver. Die Oberrauttasche war mit Snacks vollgestopft, außerdem fand hier noch ein Lippenpflegestift Platz. Und in der Rahmentasche hatte ich die Powerbank, die GoPro, Snacks, Portemonnaie und anderen Kleinkram. Die detaillierte Packliste gibt's unten in der Videobeschreibung. Da gibt's übrigens auch immer Affiliate-Links, mit denen ihr uns unterstützen könnt. Hallo, ich dachte, ich melde mich mal. Ich habe gleich 60 Kilometer. Gerade war so ein schöner Singletrail mit Wurzeln und so Holzplanken über Schlamm und so. Hi. Laut meinem Garmin sind übrigens 32 Grad. Kilometer habe ich. Außerdem 1400 Meter schon geklettert. In ein paar Kilometern sollte die erste von zwei Flussdurchquerungen kommen. Dass zwei vielleicht nicht ganz die richtige Anzahl war, würde sich später noch herausstellen. Weil ich so lange wie möglich trockene Füße behalten wollte, habe ich mir die Schuhe ausgezogen und bin durchs Wasser gelaufen. Man kann natürlich auch mit Schuhen durchgehen. Ich habe die Pause oder den Moment, dass ich angehalten habe, genutzt, war pullern, habe das Wasser aufgefüllt am Fluss und jetzt geht's weiter.
Neben den Flussdurchquerungen gab es auch zwei Hike-Bike-Sections. An der ersten bin ich erstmal gekonnt vorbeigefahren, bin bergab gefahren, musste wieder hoch und dann war ich da. Das ist die erste Hike-Bike-Passage. Voll schön. Die Hike-Bike-Passage. Erst bin ich vorbeigefahren. Upsi. Oh. Warte. Jetzt nochmal zur Hike-Bike-Passage. Das war richtig schön. Einige Steine, ein paar Furchen, ein paar nasse Wiesen, ein paar kleine Flüsschen. Ganz durchmixt. Schön zum Durchwandern. Und auch mit dem Rad war das kein Problem, da lang zu kommen. Und wer Skills hat, kann davon das meiste sogar fahren. Ein Zehntel habe ich schon. Und heute, also am ersten Tag vom Bright Midnight, habe ich immer wieder David und Chris von Ventur getroffen. Die waren als Team unterwegs. Flussdurchquerung Nummer 2. Schuhe aus, Socken aus, ins Wasser und dann so schnell wie möglich alles wieder anziehen, weil da waren unendlich viele Mücken, die einen auffressen wollten. Oh, ist das kompliziert mit der Kamera in der Hand. Das ist so süß. Ich hatte jetzt eine kurze Pause, habe mir Essen eingepackt, 3 Brötchen, Zimtrollen, ein Smoothie, habe einen Eistee getrunken und jetzt geht's weiter. Hello, hello. Ich bin ein paar Kilometer weiter nach der Pause. Also Pause ist übertrieben. Das war nur kurz anhalten, Gesicht waschen, eincremen, einkaufen, Eistee trinken und weiter. Mein nächstes Teilstück, das was jetzt gerade läuft, ist gut 250 Kilometer lang und hat knapp 5000 Höhenmeter. Uiuiui. Aber ich fahre jetzt einfach weiter, solange es geht, weil Wetter ist noch gut, Beine sind auch gut, Rücken ist immer, Kopf ist gut, Essen funktioniert bisher auch sehr gut. Hier schwirren 1 Million Fliegen um mich rum. Ich stinke schon. Offensichtlich. Die sind ultra nervig. Aber immerhin keine Mücken. So, es ist nicht alles easy rolling gravel. Hier sind lauter Steine. Ungefähr so. Ein bisschen schlimmer war es auch schon. Und so hat sich dann übrigens die zweite Hike-Bike-Section angekündigt. Aber sonst wäre es ja auch kein Spaß, ne? Die zweite Hike-Bike-Section war hart. Viele Steine, Wurzeln, Matsch und richtig viel Matsch. Danach war überall Matsch, auch in den Schuhen. Es hat sich also nicht so richtig gelohnt, die Schuhe trocken zu halten und noch weniger im Hinblick auf das, was gleich noch kommt. Ja, also, was da noch kam, wer bis dahin noch trockene Füße hatte, jetzt definitiv nicht mehr. Es ging ungefähr alle 10 Meter durch Wasser, mal tief, mal weniger tief, mal breit, mal schmal. Aber am Ende hat es sich auf jeden Fall nicht mehr gelohnt, die Schuhe jedes Mal auszuziehen und es war dann auch egal. Dann gab es nochmal eine Pause, diesmal an einer Tankstelle. Ich habe meine Schuhe ausgeleert und mir Essen gekauft und Getränke und irgendwie habe ich es verpasst, mir ein koffeinhaltiges Getränk zu kaufen. Keine Cola für die Nacht. Dafür gab es einen wunderschönen Anstieg und dann diese krasse Aussicht einfach. Hallo, man sieht mich kaum. Ich bin in einem Klobegebäude auf einem Campingplatz.
Mir fielen gerade fast die Augen zu bei der Abfahrt. Jetzt hat es sich sehr angeboten. Ich lege mich jetzt hier kurz auf den Boden. Hallo. Ich bin gerade wieder gestartet auf die Strecke. Mein Wecker hat 5.30 Uhr geklingelt. Jetzt ist 6.18 Uhr. Ich habe noch mir die Beine gewaschen, alles mit Sonnencreme eingeschmiert, mir die Bib gewechselt und ein bisschen lange gebraucht dafür, dass ich nicht mal einen Schlafsack ausgepackt hatte. Aber jetzt bin ich on the road. Eine Stunde Schlaf oder Dösen war das. Im Kloraum auf dem Campingplatz. Ich habe 350 Kilometer. Mein Hintern schmerzt und ich bin mega müde. Krass. Das Bergabfahren ist auch nicht gerade gut, um wach zu bleiben. Aber demnächst kommt noch mal so ein Campingplatz. Vielleicht gibt's da was. An dem Campingplatz habe ich nur kurz angehalten, war auf dem Klo. Cola gab's keine. Dabei wollte ich doch die Zeit vor dem Regen nutzen. Manu. Hab gerade Jonas getroffen und Phil kommt auch gleich vorbei. Oder er hält an. Mal schauen. Jetzt trinke ich gerade Energy und sitze hier rum. Und genau, dann geht's weiter. Und dann gucke ich mal, ob ich einen Sattel finde. Ansonsten weiß ich auch noch nicht, wie ich es weitermache. Jonas konnte zu dem Zeitpunkt übrigens noch schlechter sitzen als ich. Richtig mies. Ich kämpfte gegen Müdigkeit und Schmerzen und gleichzeitig bestaunte ich die Landschaften, an denen ich vorbeifuhr. Ich habe schon Angst vor den Anstiegen, die noch kommen. Die werden lang und schmerzvoll. Jedenfalls die nächsten. Nachdem ich hoffentlich einen neuen Sattel habe. Da drüben. Da muss ich hin. Aber dazu muss ich um dieses Wasser da. So sieht das auf der Karte aus. Noch 15 Kilometer. Eine Stunde später hatte ich den Menschen im Sportgeschäft davon überzeugt, mir den Sattel von einem Ausstellungsrad zu verkaufen. Und den baute ich dann an mein Rad ran. Ich habe jetzt unendlich viel Zeit in diesem Ort verbracht. Habe mir erst einen neuen Sattel gekauft, den rangebaut. Dann war ich im Supermarkt und habe ein Sandwich gesucht. Ich hätte vielleicht direkt zur Tankstelle gehen sollen. Richtig dumm. Und jetzt hat es angefangen zu regnen. Ich habe 416 Kilometer. Ah, sitzen tut immer noch weh. Und der Hintern sieht auch nicht schön aus, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe mal so ein bisschen geschaut. Ganz schön rot. Und jetzt ist die Frage, wann ziehe ich mir die Regensachen an? So sieht's aus. Und vielleicht regnet es nur ein bisschen da, wo ich lang muss. So, 5 Minuten später war dann Zeit für Regenkleidung. Nicht mal 5 Minuten später. Das bedeutete, ich zog mir als erstes meine Velotos, Gummiüberschuhe an, außerdem meine Regenjacke und die Regenhose. Eigentlich wollte ich die Regensachen anlassen, um nicht ständig anhalten zu müssen. Aber es war dann einfach zu warm. Jetzt habe ich einfach den Basley an. Vorstiegen. Jacke an, Jacke aus, Jacke an war hier das Motto. Und mit der Regenhose war es das gleiche Spiel. Ich habe mich kurz aufgewärmt, war auf dem Klo. Ich habe mir mein Trikot untergezogen und meine pinken Gummihandschuhe kommen jetzt an. Es regnet gar nicht mehr. Gerade ziehen die Wolken hier so schnell vorbei, dass die Gipfel zum Vorschein kommen. Ich musste anhalten, um euch das zu zeigen. Beim Bergabfahren hier brauchte ich beide Hände. Ein Bagger für Jule. Nicht mehr lange und dann bin ich an der Fähre. Die Smoothieflasche, die ich mit Gummiband an den Aerobus befestigt hatte, war nicht so eine gute Idee. Die ist da ab und an abgeflogen, wenn es mal gerumpelt hat.
Hallo, ich bin jetzt auf der Fähre. Es hat dann relativ schnell aufgehört zu regnen. Und so ein bisschen überlege ich auch, ob ich einfach weiterfahre. Aber ich glaube, eigentlich ist das mit diesem Hotel da eine gute Sache und mal ein bisschen Luft an den Hintern kommen zu lassen. Auch wenn es natürlich cool wäre, noch über diesen großen Pass zu fahren. Jetzt überlege ich doch die ganze Zeit hin und her, ob ich wirklich in dieses Hotel gehe oder nicht. In ein paar Kilometern. Ich könnte halt auch noch diesen großen Anstieg machen, aber dann hätte ich kein Hotel. Und ich denke, ich werde mich fürs Hotel entscheiden, weil da mehr Luft an den Hintern kann, wenn man da im Bett schläft. Und weil ich da duschen kann. Auch das hilft hoffentlich, dass es dem Pupsi morgen besser geht. Dann muss ich nur noch überlegen, wann ich dann starte. Da schaue ich mir noch mal das Wetter an. Apropos Wetter. Natürlich hat es gleich wieder angefangen zu regnen. Jetzt kam aber eigentlich nur noch eine steile Abfahrt und dann war ich schon in Geiranger. Kleines Boot. Ich bin frisch geduscht und hier in meinem Hotelzimmer für unendlich viele Euro, 208 Euro habe ich mir gezahlt, dafür, dass ich eigentlich um 12 wieder losfahren will. Vielleicht schlafe ich auch einfach länger, weil ich so viel Geld bezahlt habe. Jetzt gönne ich mir Pizza. Jetzt, da ich hier so liege, merke ich, dass meine Beine krass K.O. sind. Guten Morgen. Ich habe ein bisschen länger geschlafen, als ich eigentlich wollte. Ich habe mich dann dafür entschieden, das nochmal zu machen. Und dann habe ich nochmal meinen Garmin ans Ladegerät gehangen. Der hatte irgendwie 61% Akkustand angezeigt. Aber es war mir so ein bisschen suspekt, weil der Akkustand immer höher wurde wieder. Der war schon mal bei 39 und dann war er plötzlich bei 60. Dann habe ich ihn angehangen und dann hat er gesagt 24. Den Tracker habe ich auch nochmal geladen und jetzt hoffe ich, sollte ich zum Ziel kommen damit. Oh, mein Hintern hat sich auf jeden Fall gefreut über diese Pause. Jetzt aber anziehen und los. Mit den ganzen Regensachen dauert das immer etwas länger. Okay, let's go. Auf nach oben. Puh, meine Motivation ist relativ gering. Jetzt aufzubrechen und die nächsten 544 Kilometer zu fahren. Boah. War gerade den ersten Tag meiner Periode und mein Bauch tut weh wie, keine Ahnung. Oh. Ich habe übrigens sogar kurz darüber nachgedacht, wieder zurück runter zum Hotel zu fahren, mich nochmal hinzulegen. Bis um 12 Uhr konnte ich auschecken. Aber es war auch irgendwie schön und ich bin einfach weitergefahren und irgendwann waren die Schmerzen weg. Boah, langsam wird es hier echt kalt. Durch den Wind. Ansonsten sind, glaube ich, noch 11 Grad laut Garmin. Aber es ist auch richtig schön. Da war gerade ein Schild, das hier 1000 Meter hoch. Das heißt, ich habe so zwei Drittel. Und ich träume schon wieder vom Schlafen. Die letzten Meter dieses Anstieges ging es den gleichen Weg hoch, wie später auch wieder runter. Vorher hielt ich noch mal kurz an. Mal gucken, ob ich aufs Klo komme. Das hat geklappt. Zum Glück war die Tür offen. Ich konnte auf Toilette gehen. Ich konnte meine Hände unter warmem Wasser wärmen. Und ich habe mir drinnen noch mal ein paar mehr Klamotten angezogen für die letzten 400 Höhenmeter von diesem Anstieg. Noch gut 400 Höhenmeter und gut 4 Kilometer. Ich habe mir jetzt wieder meine pinken Handschuhe angezogen. Eine lange Hose. Und mein Trikot drunter. Ist schon echt kalt. Die Aussicht erinnert mich ein bisschen an den Großglockner, als wir da im Schnee hochgefahren sind. Da war es ähnlich gut. What a view! Eben war es noch 700 Meter, das habe ich auf dem Garmin gesehen. Und dachte mir, oh cool, nicht mal mehr zwei Runden auf der Tartanbahn. Dabei war ich schon sehr lange nicht auf irgendeiner Tartanbahn. Ich versuche mir das immer schön zu rechnen, die verbleibende Distanz. Geschafft! Hier irgendwo bin ich jetzt oben und darf umdrehen und wieder runterfahren. Auf der Abfahrt
kamen mir super viele Leute, die auch am Bright Midnight teilgenommen haben, entgegen. Ich musste super langsam fahren, weil ich habe die alle recht spät erst gesehen durch den Nebel und sie mich dementsprechend auch. Und natürlich wollte niemand irgendwie einen Unfall riskieren. Nach unten hin wurde die Sicht dann aber besser und es waren ja am Ende auch nur die letzten 400 Höhenmeter, wo wir uns entgegenkamen. Es ging dann noch ein Stück auf einer asphaltierten Straße lang und irgendwann bog der Track auf einen Gravelweg ab. Boah, meine Hände sind so aufgequollen, das tut übelst weh, den Lenker anzufassen. Deshalb habe ich die nächste Gelegenheit genutzt, mal reinzugehen und die Handschuhe etwas zu trocknen und die Hände ein bisschen an die Luft zu lassen. Das tat auch schon echt gut, da einfach ein paar Minuten, vielleicht war es auch eine halbe Stunde, drin zu sein, die Handschuhe nicht anzuhaben, die Hände nicht so zu belasten. Und danach fühlten sich die Hände am Lenker schon viel besser an. Außerdem war ich wirklich glücklich, dass ich diese Aerobars an meinem Lenker hatte zum ersten Mal. Und beim Bright Midnight hat sich das sowas von ausgezahlt. Es gab wirklich viele Strecken, auf denen ich in den Aerobars liegen konnte. Und auch mit den schmerzenden Stellen an den Händen war es eine gute Entlastung, einfach auf den Aerobars liegen zu können. Es hat vorhin angefangen zu regnen, verrückterweise. Und ich dachte, naja, ich ziehe mir besser gleich die Regensachen an, habe irgendwo angehalten, wo ich mich so halb geschützt hinstellen konnte. Und dann quatschte mich so ein Typ an und meinte, ah, machst du hier bei dem Rennen mit? Und ich so, wieso weißt du das? Das kommt hier im Radio. Und dann dachte ich, boah, krass, dass das im Radio läuft, dass da so ein Event veranstaltet wird. Genau, und dann hat er mir noch eine Cola geschenkt. Kurz vor der geschenkten Cola hatte ich an einem Supermarkt angehalten und mich mit neuem Essen eingedeckt und kurz was gesnackt. Die Chips habe ich klein gekrümelt, damit sie gut reinpassen und man kann sie direkt in den Mund schütten. Beim Supermarkt habe ich die Hälfte ausgezogen, aber meine lange Hose hatte ich noch an. Und jetzt ist hier langsam doch schön warm und dann habe ich gerade noch mal angehalten. Leute, es ist das Schlimmste passiert, was passieren kann. Und jetzt gerade dachte ich, oh ja, jetzt habe ich Bock Musik zu hören. Und was soll ich sagen, die Kopfhörer haben den Regen nicht überlebt. Jetzt wurde es mit der Regenjacke zu warm. Ich habe sie mal oben auf die Arschrakete getan und das Trikot nicht rausgeholt, um Zeit zu sparen. Mal sehen, ob ich dann wirklich Zeit gespart habe, wenn ich dann nochmal anhalten muss, um mir das Trikot anzuziehen. Wie man es macht, macht man es falsch. Aber zeiteffizient ist das, was ich hier gerade mache, seit gestern eh nicht mehr. Mit meinen ganzen Pausen hier, mit dem langen im Hotel bleiben und mit der langen Pause hier und später kommenden Pausen fühlte ich mich die ganze Zeit ein bisschen, als würde ich trödeln. Aber ich bin so gefahren, wie es für mich ging, letztendlich. Um nicht immer die Gesamtdistanz vom Bright Midnight vor Augen zu haben, hatte ich mir den Track in 7 Teilstücke unterteilt. Bald bin ich am Ende dieses Teilstücks. Das waren dann 10 Stunden ungefähr für 140 oder so 145 Kilometer. Im nächsten Ort war dann auch schon wieder der nächste Stopp angesagt. Lange am Supermarkt sitzen, Nudeln essen, Zinkcreme kaufen fürs Sitzen. So, ich bin jetzt so gut wie fertig zum Weiterfahren und habe leider in der Zeit, die ich hier rumgegammelt habe, das Wetter für morgen gecheckt und jetzt bin ich deprimiert. Es ist schon hart mit so viel Regen. Riesenrespekt an alle Leute, die das durchhalten. Ich überlege die ganze Zeit, also die Strecke ist richtig schön, die würde ich voll gern sehen. Aber da durchzuballern bei Regen und die ganze Zeit nass zu sein, ist halt nicht so geil irgendwie. Eine gute Stunde später sahen meine Gedanken schon anders aus. Ich traue mich ja fast gar nicht, es in die Kamera zu sagen. Aber ich habe das Gefühl, dass die Zinkcreme hilft. Jedenfalls fahre ich hier einen Anstieg hoch und es tut nicht so sehr weh wie vorher. Also jetzt ist es aushaltbar. Oh, hoffen, dass das so bleibt. Und auch hoffen, dass der Regen nicht gleich wieder anfängt. Ja, und warum mache ich das Ganze eigentlich, wenn es irgendwie schmerzvoll ist, wenn es die ganze Zeit regnet und unangenehm ist? Weil es einfach auch unfassbar schön ist und es ist auch für mich irgendwie krass, die eigenen Grenzen auszutesten oder zu schauen, wie es geht und wie es nicht geht und jedes Mal was Neues über mich selbst zu lernen. Ich bin aber der Meinung, dass auf jeden Fall das Positive überwiegen sollte und wenn es das nicht tut, ist vielleicht Zeit aufzuhören.
Die Entscheidung ist natürlich nicht leicht. Es ist 21.40 Uhr, noch 98 Kilometer bis zu diesem Supermarkt. Hier rede ich von dem Supermarkt in Alfdal. 1700 Meter noch hoch und ich habe 689 Kilometer schon. Crazy shit. Ja, irgendwie konnte ich selbst kaum glauben, wie weit ich schon vorwärts gekommen bin und dass ich immer noch dabei war. Ja, hier war so eine riesige Herde an, weiß ich nicht, einer Art Kühen, glaube ich. Die waren total süß, leider sieht man es auf dem Video jetzt echt schlecht. Aber die waren total süß und standen aber überall im Weg rum. Ich fahr einfach vorbei, okay? Und ich habe versucht, sie nicht zu stören, bin da ganz langsam lang, aber einige haben sich trotzdem, glaube ich, ein bisschen gestört, bedroht oder was auch immer gefühlt. Es tut mir so leid, ihr kleine Viecher. Auch in dieser Nacht überkam mich wieder die Müdigkeit und zudem war mir auch noch mega kalt. Der Wind, also es war krasser Gegenwind, der hat mich ganz schön auskühlen lassen. Und deshalb habe ich dann letztendlich entschieden, nicht bis Alfdal durchzufahren. Ich war einfach zu müde, das wäre nicht gegangen. Also habe ich mich in eine Berghütte, von der ich wusste, dass es die gibt, gelegt. Da musste man einfach nochmal ein Stück vom Track abweichen, ein paar Höhenmeter hoch. Und da habe ich schon ganz viele Fahrräder gesehen, also hier waren einige untergekommen. Ich habe eine Tür geöffnet und mich dann einfach direkt da auf den Fußboden gelegt. Ich wollte ja niemanden stören. Guten Morgen. Hier habe ich drin geschlafen. Es gab eine Fußbodenheizung und jetzt habe ich trockene Schuhe. Wie krass. Und jetzt regnet es schon wieder, aber es sieht auch aus, als wäre es ein bisschen sonnig. Ich packe jetzt mal schnell mein Zeug und düse los. Oder düsen ist nicht so richtig das, was ich meine. Auf in Richtung Licht. Wie schön ist das bitte einfach? Habe gerade mal ein bisschen Luft aus meinen Reifen gelassen, weil es hier doch ganz schön holpert. Und weil der Reifendruck vielleicht ein bisschen zu hoch war. Nach dem Gegenwind kam dann auch noch ganz schön unwegsames Gelände und ich war wirklich froh, dass ich mich nachts noch kurz in diese Berghütte reingelegt hatte, um mich etwas zu erholen und aufzuwärmen. Eieiei, das zieht sich aber. Schön ist es trotzdem. Ich war jetzt in Alfdal im Supermarkt, hing da ungefähr anderthalb Stunden oder zwei, keine Ahnung, rum. Und habe gegessen, gequatscht, Vorräte aufgefüllt und prokrastiniert. Hier wird sich gegönnt. Jetzt geht's weiter. Da vorne. Es ist Regen. Hier hat Justina seine kleine Extraschleife eingebaut. Über lauter Wurzeln. Ja, aber es lohnt sich. Erst habe ich mich kurz aufgeregt. Nee, nicht wirklich. Aber es sieht einfach richtig schön hier aus. Ich glaube, bald sind es nur noch 200 und dann steht bald eine 1 vorne. Ich bin schon 840 Kilometer lang unterwegs. Es ist 17.02 Uhr und hat 13 Grad. Ich musste gerade ganz dringend mal anhalten, um zu puttern. Oh, und da sind 1 Million Mücken. Jetzt habe ich den Mund voll mit einer Zimtschnecke und ziehe mir gleich im Gehen noch die Handschuhe an und dann schwinge ich mich weiter aufs Rad. Aber das habe ich überall Stiche. Oh Mann. Ich glaube, gleich liegt der letzte längere Anstieg hinter mir. Aber sicher bin ich nicht. Und ich befürchte, dass dann noch so Ultrasteile kommen, die mich zerstören werden. Uah.
unfassbar schön. Voll viele von den Abfahrten sind so gut, dass man da einfach rollen lassen kann. Perfekte Geschwindigkeit. Das war ja klar, dass es jetzt noch mal so richtig rumpelig wird. Ich bin bei Kilometer ungefähr 895 und jetzt wird gerumpelt. Ah, hier geht's gar nicht vorwärts. Da geht's durch, über Schuhe. Dann habe ich danach nasse Füße, aber sind eh schon halb nass. Die Füße sind trockener als ohne Überschuhe. Ja, also dieser Abschnitt mit dem Wasser, der hat sich echt noch richtig gezogen. Ich habe mich gefühlt, als würde ich einfach in einem Flussbett fahren. Es war alles nass und es waren sehr viele grobe Steine da. Mit meinem nun verringerten Reifendruck habe ich da ein paar Durchschläge gehabt. Zum Glück ist nichts weiter passiert, aber ich musste dann halt eher schieben. Für diesen Abschnitt hätte es sich definitiv gelohnt, breitere Reifen als 35 mm zu haben. Da hätte man vieles fahren können, was ich so geschoben habe. Es folgte ein nicht enden wollendes Auf und Ab und Auf und Ab und Auf und Ab. Und ich wurde super müde. Außerdem war mein Wasser dann irgendwann leer. Ja, so ging's weiter. Richtig krass. Ich fuhr gerade so unfassbar müde die Straße lang. Boah, das sieht aber komisch aus. Ich fuhr gerade so unfassbar müde die Straße entlang, hatte schon an der Kirche gehalten und geschaut, ob die vielleicht offen ist. Dann bin ich an so einem Zeltplatz vorbei und habe geschaut, ob es da vielleicht eine Kabine gibt. Die war aber belegt von einem anderen. Jedenfalls stand das Fahrrad von dem dran. Dann bin ich weitergefahren und dachte so, fuck, zum nächsten Shelter sind es noch so 50 Kilometer ungefähr. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. War dann aber irgendwie wieder guter Dinge, dass ich das schon schaffe und dass ich dann vielleicht auch durchfahre. Das war mein eigentlicher Plan. Und dann war da so ein random Mensch auf der Straße und fruchtelte mit einer Taschenlampe rum und meinte, hey, brauchst du einen Platz zum Schlafen? Wir sind hier Dot Watcher und wir haben hier so ein Zimmer, kannst du nutzen. Und deine Sachen kannst du in der Sauna trocknen. Und ja, richtig krass nett. Und jetzt bin ich hier. Erstmal natürlich komisch, so wenn dich auf der Straße irgendwer anquatscht und sagt, ey, willst du bei uns schlafen? Gute Nacht. So, guten Morgen. Ich habe kurz geschlafen und jetzt geht's fresh. Naja, weiter auf die letzten 115. Hoch runter, hoch runter, hoch runter, hoch runter. Anstrengend. Immer so kurze, steile Anstiege. Aber ich glaube, jetzt wird es langsam besser, also flacher. Jetzt sind es noch 60 Kilometer. Ich war gerade in einem Café. Eigentlich wollte ich zum Supermarkt und da fix aufs Klo gehen und mir noch eine Extralage anziehen und gar nichts essen oder so. Aber das war ungefähr der einzige Supermarkt, der kein Klo hat. Was war ich erleichtert, als die letzten 60 Kilometer einfacher waren als die 50 vorher. Vorher ging es nämlich immer übelst steil hoch, dann übelst steil runter, dann wieder übelst steil hoch, übelst steil runter. Und immer nur so, weiß ich nicht, 5 oder 10 Höhenmeter. Die hat der Garmin auch gar nicht angezeigt, dass es da welche gibt. Ich habe in meinem Kopf mir eine Geschichte dazu ausgedacht. Und zwar, in Norwegen gibt es ja, glaube ich, gab es Riesen oder so. Und die Riesen haben ja früher bestimmt ihre Wäsche gewaschen und das, was da jetzt noch war, ist wie ein Waschbrett von den Riesen von früher. Ja, das habe ich mir überlegt, als ich da lang gefahren bin. Fun Fact zur Seite, zu den letzten 60 Kilometern. Da ging es wieder deutlich besser, die Anstiege waren entspannter und irgendwann dachte ich mir, boah, es sind noch 17 Kilometer, ich kann es noch vor 12 Uhr mittags schaffen, wenn ich jetzt richtig reintrete. Ja, ich war dann 12.04 Uhr oder sowas im Ziel. Also ich habe die letzten 17 Kilometer noch richtig Druck gemacht, aber ich hätte vielleicht 21 Kilometer vor dem Ziel anfangen sollen, Druck zu machen, dann hätte ich es vor um 12 geschafft. Aber hat Spaß gemacht. Ja, und das war das Bright Midnight. Was für ein Abenteuer. Würde ich es wieder machen? Ja. Mache ich es nächstes Jahr wieder? Nein. Warum? Weil ich ein Event möglichst nur einmal fahren möchte und dann wieder was Neues entdecken. Aber es war eine grandiose Erfahrung. Es war richtig hart, aber ich hatte auch richtig viel Spaß und ich fand die Landschaften da so schön einfach. Jetzt blieb nur noch im Ziel die nächsten FinisherInnen begrüßen, die Finisher-Party. Da gab es ein Essen für alle und dann ging es zurück nach Hause. Snack-Party im Zug.
Was für ein Abenteuer, was für ein Erlebnis. Und wie hart kann es bitte sein? Wie müde kann man sein? Und wie kann man sich da einfach trotzdem durchbeißen? Ich bin super froh, dass ich mich für das Bright Midnight entschieden hatte. Dafür habe ich mich entschieden, weil es mich oft stört, dass es so lange dunkel ist bei so einem Event und dass man so viel von den Landschaften verpasst. Und beim Bright Midnight, wie der Name sagt, es war ja in Norwegen im Sommer, da ist es sehr, sehr lange hell. Und das fand ich auch richtig cool. Man hat gerade in der ersten Nacht, als es noch nicht geregnet hat, hat man eigentlich die ganze Zeit gesehen. Das war toll. Ich kann das Bright Midnight auf jeden Fall empfehlen. Allerdings muss man beachten, dass es halt sehr nass werden kann, wahrscheinlich wird, dass Norwegen ziemlich teuer ist. Man muss sich gut vorher mit der Route auseinandersetzen. Wo kann ich vielleicht schlafen? Wo kann ich mir was zu essen kaufen? Wasser ist eigentlich kein Problem. Theoretisch kann man überall aus dem Fluss trinken, aber es gab auch Leute, die das nicht vertragen haben und dann alle 10 Meter in den Busch mussten. Das war's vom Bright Midnight von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich glaube, das war das längste Video bisher auf unserem Kanal. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, ich hoffe, ich konnte alles beantworten. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare und da gibt es dann eine Antwort drauf. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss! Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr nichts verpasst.